Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Zanalari-Troll ein bisschen weiter. Mittlerweile sind wir gerade mal Stufe 22, weil ich mir jetzt hier in den Kopf gesetzt habe, mal ein bisschen durch Questen zu leveln. Und das tatsächlich jetzt im Moment noch nicht ganz so schnell ging. Vielleicht wird es noch besser, wir gucken mal. Und ja, schauen wir mal, wie viel Level wir Ich packen. muss erst mal Ich hatte was sonst angesehen. eigentlich immer in Classic, zumindest am Anfang, den Schnitt von 7 Level die Stunde, ne? Jetzt waren es in der ersten Stunde tatsächlich nur 2 Level oder 2,5, besser gesagt. Lag aber vielleicht auch daran, dass ich erstmal noch Taschen schicken musste, Char erstellen und so. Also da hast du eh noch ein bisschen, bist du eh noch ein bisschen langsamer im Grunde. Und wir hatten jetzt am Anfang Ich brauche einige ein Ziel. Quests, wo wir Sachen looten mussten. Also Kisten und solche Ich habe Geschichten, kein die immer nur Ziel. einer holen konnte, das war ein bisschen nervig. Da hat das schon relativ lange gedauert. Hier scheint es jetzt gerade ein bisschen besser zu sein. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, wir kriegen nicht mehr wie so viele Sachen, wo wir uns gegenseitig ausbremsen. Ich muss erst mal was anvisieren. So. Hier kein Dings. Ah, ich muss meinen Dings-Chat noch. Mein Chat nur umstellen. Oh, die sind ja Level 90 hier. Ja, sag doch. Also hier ist. Ich glaube, da müssen wir nicht. Oder? Ach doch, da oben sind noch Oben zwei da hinten Quests. zum See. Ja, okay. Das meinte ich doch, dass hier Mobs sind, die Level 90 MOP gescaled sind. Also es ist immer noch Sollen so. Und die wir einen kannst. versuchen? Na, ich glaube, es will ich hier lassen. Krieger und Schamin, Krieger und Nunk noch warten. Kommt mal hier ran, hier, ihr beiden. Was sollen wir denn hier oben machen? Ach, wir müssen eh Sachen aufsammeln. Ich hab's gerade Gucken, ob wir gesagt, ne? verschwinden. Ja. Und? Jeder für Scheiße. sich. Hier sind noch zwei Quests scheinbar. Ich brauche ein Ziel. Ah ja, Einer okay. auf dem Stimmt. Hügel hier. Aber hier Eine sind ziemlich unten am viele Wasser. Pilze. Ich glaube, das müsste gehen. Jeder braucht fünf. Das schaut gut Seid aus. gegrüßt. Auf bald. Kommt und holt den Voodoo. Aber das ist echt Übrigens blöd, sind ne? wir Dass du so hier. viele Sammeldinger hast. Warte mal, jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich muss meinen Chat noch einstellen, meinen Whisper-Chat. Muss ich auch mit jedem Char wieder neu machen und ich muss das Fenster freigeben, dass ich es verschieben kann.1500 Tretet Experience näher für und eine bloß Pflanze. nicht nuscheln. Also Kräuterkunde. Lohnt sich. Ja, das ist echt Ich krass. habe Das, Sachen gesehen, da wird wenn du euch denkst, der hier für die Mobs kriegen wir Panzer gerade mal einfrieren. 66 EP, ne? Ich glaube, mit den beiden Berufen wirst du gut wegziehen. Ihr lässt mir ja keine Zeit, die aufzusammeln hier. Naja, also das ist. Ja genau, die Level 90er Mobs sind immer da. Das sind ja die aus dem SOO-Event, ne? Seitdem ist die Zone ja ein bisschen anders, anders gefaced quasi. Da hinten müssen wir noch einen Boss umhauen. Ich brauche da noch ein paar Pilze. Und wir wollen ja nur Ich habe einen. kein Ja Ziel. gut. Ich Hab mir muss alle erst mal was weggelootet. anvisieren. Den brauchen wir hier, den Boss. Nee, nee, das ist klar. Die sind. Also bei uns sind die jetzt alle quasi neutral. Aber ich meine, in dem hohen Levelbereich sind die nicht neutral, ne? Da musst du dann ganz normal, oder kannst ganz normal, die sind die feindlich gesinnt quasi. Weil dann er steuert auf den Pilz zu, dann hole ich mir den anderen da hinten. Ich habe schon alle, aber hier im Wasser müsste noch was sein, was wir erkunden müssen. Erkundet die Wasser. Ja, hier unten. Da musst du da einfach reinschwimmen, oder wie funktioniert das? Hier zu diesem Vorkommen oder was da ist es? Quelle. Da sprudelt es. Okay, das hat für mich jetzt nicht mitgezählt. Ach da, okay. Muss jeder. Ah ja, das muss jeder selber machen. Aber das sind jetzt schon mal relativ viele, ne? Quests, die wir jetzt fertig haben. Das könnte vielleicht was Rasierbrühe. bringen.
Wir haben ja alle den Ruhestein da gesetzt, oder? Gegrüßt. So. Sollen wir machen? Ich glaube, ich habe ihn gesetzt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Doch, Wegekreuz. Ja, komm, benutzt euren Ruhestein. Das ist das halbe Gebiet, was du hatschen musst. Schauen wir mal, wer jetzt in Ogrimmar rauskommt. Wir können gespannt sein. Also, ich bin im Wegekreuz. Seid gegrüßt. Was haben wir denn hier? Item, das wir einsetzen müssen. Eher ungünstig. Kraft. Die sollen halt einfach alle Quests, die es in-game gibt, wo du irgendwelche Sachen wegloten musst, für jeden halt phasen und gut ist. Also. Hoffentlich ist das. Vor allem, es richtig. Gibt manche Quests, die sind gefaced und manche, die sind nicht gefaced, ne? Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen unlogisch. Wenn dann machst du alle gefaced oder gar keine gefaced, ne? Und gut ist. Ja gut, durch die Quests habe ich jetzt fast wieder ein Level abgekriegt, ne? Also, wenn du immer so ganze Quest-Packs hast, ne? Immer so 4-5 Quests, dann geht das schon ganz gut ab. Aber wenn du wegen jeder einzelnen Sammelquest 10 Minuten rummachst, dann halt eher nicht. So, du rennst uns nach Süden davon. Kommen wir mal hinterher. Ja, weil da sind die nächsten Quests, werden mir angezeigt, oder? Habt ihr andere? Ja. Ach, oben ist auch noch einer. Aber da unten waren jetzt mehr Quests, deswegen dachte ich mir, laufe ich da erstmal hin. Aber Brachland ist anscheinend wirklich ein Gebiet, was nicht ganz so geil ist, ne? Jo. Mal gucken. Ja, zwei Dinge haben wir. Haben. Sieg über Kolka. Du hast Ratchet als einen Punkt. Naja, und irgendein Außenposten noch. Mal gucken, wo der dann ist. Bei eigentlich vom Aussehen ist Brahland schon eine ganz coole Zone, ne? Auch jetzt so nach dem Kataklysmus noch. Aber als Allianzler hast du ja hier nie was, ne? Deswegen war ich da kaum Sinn? Unterwegs. Was braucht ihr? Seid sicher. Pilzkultur gepflanzt. Muss irgend so ein Auge zum Gipfel bringen. Was müssen wir hier machen? Eine extra Quest. Ah. Ich habe kein Ziel. Ich kenne halt die ganzen Quests auch nicht, ne? Deswegen ein bisschen teilweise. Also wir müssen irgendwelche Informationen von den Zentauren hier beschaffen, aber genau hier auf dem Punkt ist auch was. Vielleicht musst du die Items einsetzen, um die hier zu killen. Aber ich krieg jetzt irgendwie gar nichts ich von den Viechern. Könnt ihr die König-Quest nochmal teilen? War bei mir gerade fehlgeschlagen, ich hatte die mal ausgeschmissen gerade. Welche? User joined your König, channel. König von Bergen, der Zentauren, wie auch immer. Sind die fehlgeschlagen bei dir? Ich muss erstmal näher ran. Ah, okay, das war der erste, ja. Ah, okay. Hat das jetzt bei dir auch gezählt? Redet mit mir. Seid vorsichtig, Mann. Das haben wir jetzt schon mal. Ah, und diese Information, die kannst du von den ganzen Zentauren hier besorgen. Okay, das passt schon mal. Hier in der kompletten Oase quasi. Ich dachte mir schon gerade, warum die einen nichts gedroppt haben. So, jetzt habe ich die Quest neu. Hallo. Hey. Hi. Aber irgendwie zählen die jetzt hier nicht mit rein, ne? Komischerweise. Also von den Zentauren kriege ich jetzt hier keinen Loot, ne? Ist Wattel Dalaran? Doch, Wattel Dalaran gibt es ein Portal im neuen Portalraum. Du hast bloß zum Legion Dalaran hast du kein Portal mehr. Da kommst du jetzt in Asuna raus. Blöderweise. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Mokra.
Also ich habe jetzt schon ein paar von diesen Zentauren umgeboxt, ne? Und ich habe jetzt bis jetzt noch keine von diesen Geheiminformationen gekriegt. Die Geheiminformationen sind, glaube ich, sogar aufhebbare Items wieder. Ach, deswegen, die wir uns okay. nicht teilen. Die liegen meistens, glaube ich, in den Zelten hier verstreut rum. Mhm. In dem ganzen Gebiet. Gerade wo du es sagst, habe ich das erste gesehen. Wahrscheinlich waren die alle weggelootet. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Uns jetzt, glaube ich, auch groß aufteilen, weil... Wir haben lange Spawn-Timer und es gibt nicht so viele. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Also hier ist halt jede zweite Quest ist halt so eine Kack-Quest, wo du was aufsammeln musst, ne? Sehr nervig. Hm, stimmt, du musst da in diese Zelte rein. Hier ist ein Boss. Silberner. Was, wo? Im Osten. Die ich bringen immer relativ viele P, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Warte mal. Macht ihr ruhig ohne mich, ich bin ganz im Westen jetzt. Also ich habe jetzt den zweiten im Zelt tatsächlich gefunden. Wohl meistens in den Zelten. In den Zelten, okay. Gut, ich habe jetzt 2 von 4, ne? Also ich brauche noch ein paar von den Dingern. Das ist schon der Boss, wenn ihr ihn haben wollt. Jo, wir laufen jetzt erstmal zu dir, dann holen wir uns den Boss einmal ab und dann müssen wir uns halt ein bisschen spreaden für die Informationen. Ah ja, da schlägt meine Rarity an. Black Lord, hey, grüß dich. Ich brauche ein Ziel. Der hat jetzt so viel EP, hat der jetzt auch nicht gebracht. Dann geht halt jeder in eine Himmelsrichtung und dann gucken wir mal, dass wir die Dinger möglichst schnell zusammenkriegen. Hast ja hier 3 oder 4 Leger außenrum. In den Instanzen klappt es halt auch, dass da genug da ist für mehrere Leute. Jetzt überlegt ihr mal, wenn da mehrere so Levelgruppen sind, die da theoretisch gleichzeitig an so einem Spot sind, dann bist du ja ewig unterwegs. Wir sind jetzt halt 5 Leute, ne? Aber es kann ja sein, dass hier mal 10 oder mehr Leute unterwegs sind, dann kommst du ja gar nicht mehr zum Potte. Machen sie, jetzt hat Blizzard schon so ein Tag-System gemacht, dass du, auch wenn du nicht in der Gruppe bist, die EP kriegst, ne? Aber die Items klaust du ja trotzdem nur gegenseitig weg. Ja, gerade zu niedrig, dass ich da durchkomme. Ich hoffe jetzt halt, dass die einigermaßen zügig nachspawnen, ne? Sonst werden wir halt hier echt lang unterwegs sein, weil ich bin jetzt bei 3 von 4. Ich glaube, ihr braucht noch mehr von den Dingern, ne? Jupp, bei 2 bin ich. Auch 3. Ich hab 1. Boah, du wirst dann halt replaced. Ja, wenn ich schnell genug ist, ne? Nein, jetzt reitet er dahin, wo ich hin wollte. Geh weg! Jetzt in so ein Zelt und warte ein. Alles weg. Es liegt halt nirgends was rum, ne? Wir haben alle weggelootet. Also ganz ehrlich, ich hatte ja gedacht, ne? Dass Quest ein bisschen langsamer ist, ne? Dachte mir, okay, die Leute labern halt. Ist sicher nicht schneller. Aber dass das so ein Dreck ist, hatte ich halt nicht für möglich gehalten. Stimmt, warte mal. Wenn wir die Gruppe verlassen, ist doch jeder auf seinem Server, oder? Das ist tatsächlich gar nicht so eine blöde Idee.
Ich brauche ein Ziel. Stimmt. Oder, weil was haben wir denn für Server? Wir haben hier Onyxia, Black. Wer hat jeder? Ist auf einem anderen Server theoretisch. Also gut, manche sind eh zusammen gefaced. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich hab kein Ziel. Ich gehe mal schnell aus der Gruppe raus. Aber ich werde wahrscheinlich nicht phasen, weil ich der Gruppenlead war. Doch, ich bin sogar gefaced. Und hier liegen jetzt wieder die Karten rum. Das lohnt sich halt echt. Das hätten wir vielleicht auch schon früher denken können. Ja, ich bin fertig. Toll, wart ihr jetzt auf meinem Server? Du, ich habe keine Ahnung, auf welchem Server wir waren. Sieht so aus, bei mir sind keine. Ich habe die Gruppe verlassen, war direkt vor der Karte gestanden, bin fertig, ne? Das war natürlich super. Also ich glaube so in dem ganz Low-Level, wenn du Account gear hast, ist das mit der Gruppe nicht wirklich so ein Mehrwert, weil die Mobs haust du eh instant tot und bei den Dingern wartest du halt ewig, ne? Ich dachte halt, dass du mit einer Gruppe wesentlich schneller leveln kannst. Also ich habe die anderen Jungs hier noch am rumrennen sehen, obwohl wir nicht in der Gruppe waren. Thrall, okay, Blackrock, Onyxia. Dann waren die wahrscheinlich bei dir gefaced, aber ich bin definitiv weg, ne? Aber ihr könnt mich wieder einladen jetzt. Der arme Warrior hat immer noch ich null. Ich bin zu weit weg. Also, ja. Das ist natürlich bitter. Ich muss erstmal was anvisieren. Was muss ich denn jetzt machen? Ich muss so einen Typen killen. Ach, den hier muss ich töten. Ah, okay. Hey, Nummer 3. Juhu. Hab das mal probiert mit Gruppe Leaven und schauen, ob ihr auf einen anderen Server kommt. Haben wir. Wir waren alle geliebt. Aber ich habe trotzdem die Jungs von Qual und Blackrock sehen können beim Rumrennen. Ahnung. Okay. Und bei mir hat's geklappt, dass ich dann weggefaced bin, ne? Ja, ich habe jetzt auch noch eins. Ich bin jetzt auch das fertig. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Wunderbar. Was ist hier unten? Tongons Augen zum Gipfel gebracht. Habt ihr das schon? Unten rechts? Nee, das muss ich auch noch machen. Ja, der Monk hatte das vorhin gemacht und ich war in Reichweite. So. Ah, okay. Wenn die hier einfach östlich vom See steht, dann reicht die Reichweite. Bis zum Gipfel rauf muss nur einer machen. Dann Taylor, lauf mal hoch. Ja, okay. Dann mach ich das mal. Ich bin eh schon fertig. Ich hab die Folgequest auch schon gemacht. Da muss er nach so einen Boss töten. Nämlich flink, wisst ihr? Hier den Ruhestein muss ich mir noch rausziehen. Muss jetzt gleich mal gucken, meine Cousine ist jetzt auch dann da. Müssen wir dann die Gruppe umbasteln. Bloß weiß ich noch nicht, wie wir das dann mit dem Questen am besten machen. Warte, wie kommt man denn hier hoch? Ich muss auf den Berg rauf? Der linke Pfad müsste eigentlich da hochführen. Damit, okay. Ja, hier links, ja. Hier ist ein Weg. Ja, ich geh mal hoch. Achso, man muss auch oben abgeben anscheinend, ja. Man muss gleich eh auch nochmal hoch. Ach, da ist jetzt ein Weg. Ah, okay, I see. Also ich weiß jetzt nicht, haben wir jetzt im Chat noch irgendjemand, der die Meinung vertritt, dass Questen wirklich schneller ist? Also... Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Wie gesagt, Brachland ist ein furchtbar schlechtes Beispiel. Wie sieht's mit dem anderen? Wenn ich auf Ali-Seite mache, immer Dämmerwald, nördliches Schlingdorntal, südliches Schlingdorntal und Pestländer. Da ist ein Portal direkt zu Pestländer. Und dann bist du schon 60 plus. Bis okay. Halt zig. Also da komme ich halt total schnell durch. Gut, es kommt wahrscheinlich dazu, dass du die Questgebiete kennst und weißt, dass man muss. Ja. Okay, also warum hat denn das jetzt hier nicht gezählt? Ich habe hier irgendwie das Quest-Item gedrückt, aber Pustekuchen. Bei mir genauso. Keine Ahnung. Wenn wir was gleichzeitig gedrückt haben.
Gongons Augen. Und das hat auch nur eine Minute Abklingzeit. Wer macht denn sowas? Reitest du jetzt ungetaner... Ah, du musst bloß warten. Was für da müssen dieser Vogelmuster ankommen. Anscheinend, wir hätten den Questtext vielleicht lesen Sonne sollen, ne? Euch bescheinen. Ja, ich dachte, ich baue mal ein bisschen Distanz auf, renne dann wieder hin. Achso, dass du es neu triggern kannst, ja. Genau. Okay. Ja, ich dachte halt, dass Questen in der Gruppe wesentlich zügiger geht, naiverweise, weil ich halt dachte, jeder rennt ein bisschen auseinander und du killst die Mob schnell und bist halt instant fertig, ne? Weil die Mob-EP ist ja nie so die krasse, sondern die Abgeb-Quest, aber dass du dich halt die ganze Zeit selbst behinderst hier bei den Loot-Quests, ist halt ein bisschen nervig, um es noch gelinde auszudrücken. Eigentlich müsste man sagen, dass Blizzard da irgendwie ein bisschen komisch ist, dass sie das immer noch nicht hinkriegen. Gekriegt haben, dass er das mal hier, ne, dass das jeder looten kann. Zu weit weg. Und wir jetzt mal ein paar Schildkröten killen. Ich muss erst mal was anziehen. Nein, und wir müssen sie looten. Warum Blizzard? Ich hab kein Ziel. Aber die vier, die kippen echt instant um, ne? Also da bist du mit mehreren Leuten nicht mehr wirklich schneller. Ja, das ist echt so. Es gibt hier ziemlich viel Zeug zum Aufheben. Aber ich habe hier halt noch nie gequestet, ne? Also auf der Hornseite, deswegen habe ich da keine Ahnung. Ich muss erstmal was anvisieren. Aber es scheint ja in jedem Quest-Tab zumindest eine Quest zu geben, wo du halt so Kisten oder irgendwas aufsammeln musst. Oder Pilze, ne? Wobei die Pilze, die gingen eigentlich einigermaßen. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Die beiden haben wir fertig. Jetzt können wir eigentlich uns wieder zurückporten, oder? Ihr müsstet auch alle Quests hier haben, oder? Abklingzeit. Haben wir noch Abklingzeit? Ja, stimmt, okay. Never mind. Dann müssen wir wohl reiten. Ja, ich muss wohl nachkommen. Mir fehlt noch immer eine Geheiminformation. Das ist doch so ein Dreck hier. Mir fehlen auch noch zwei. Naja, jetzt reite ich schon mal zurück ins Lager, gib das mal ab, dann kann man ja mal gucken. Vielleicht müssen wir uns doch ein bisschen spreaden. Ich weiß halt nicht, ob das dann so sinnig ist, mit einer kompletten Gruppe hier immer zu questen. Das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Oder wir machen das halt wirklich so, dass wir immer die Gruppe auflösen und dann... quasi wieder einladen, sobald wir die Quest-Sachen haben. Noch mit dem Plünderrang. Musst du da nicht Inji für sein? Oh, habe ich da eine Quest vergessen anzunehmen? Oh. Also für den Plünderrang musst du, glaube ich, Inji sein. Sonst kannst du den nicht benutzen. Es gibt, glaube ich, einen in MOP, den du haben kannst, aber der... Nee, kein Inji. Der aber nur in MOP geht. Die haben da mal was geändert. Warte mal. Spielzeuge ist der hier drin. Plünder. Es gibt hier, ne? Es gibt zwei Stück. Es gibt einmal den Plünderrang, wo du Inji sein musst. Und dann gibt's diesen Special-Plünderrang. Und der geht aber nur... Draenor war's. Nur Draenor, siehst du? Ja, das haben die geändert. Du kannst nicht mehr überall den Plünderrang benutzen. Das geht jetzt wirklich nur noch in Draenor. Das war's dann. Die andere... Ach, hier. Was jetzt? Unsere Zeit wird kommen. Hochgerollt auf eine rare Stufe. So, jetzt haben wir drei Quests. Ich würde sagen, bevor wir einen neuen Spot gehen, machen wir die eine da oben noch. Wir beide sind fertig und die drei sind noch am Suchen. Das ist furchtbar, hier sind keine. Sehr lächerlich. Lass uns halt diese Einzelquest machen, dann können wir alle zusammen zum neuen Spot gehen und gut ist. Ja. Die einzelnen kann man ja schnell nachmachen. Oh.
Jetzt haben wir zumindest schon mal 3 von 7 Unterpunkten hier. Mein Gott, das ist... Also ich hätte mir nicht gedacht, dass das so ein Gefrickel ist. Das letztens aber mit Fliegen, das glaube ich, dass das deutlich schneller geht. Ich dachte mir halt, komm, ich will es halt möglichst effizient machen. Also so dringend ist es halt nicht, dass ich diese Sachen mache, weil mein Hordenschar wird eh nicht bei den Chiefs angezeigt, aber sollte irgendwann mal angezeigt werden, dann wäre es ganz praktisch, die Sachen vielleicht mitgenommen zu haben, ne? Und da ich eh noch ein Char leveln muss, ne, dachte ich mir, komm, kannst du das ja machen. Ich glaube, hier müssen wir dieses Ding einsetzen, oder? Was ist denn das hier für eine Quest? Die Quest in dem Unterschlupf. Ich brauche noch eine Geheiminformation. Hey, ihr seid noch 3 Leute da unten, also ich glaube, die brauchen auch noch die Information. Kann mir das ganz gut vorstellen. Na wunderbar. Weil hier liegt noch einer bei mir im Zelt. Ich glaube ab und an schon, ja. Deswegen wollten wir ja auch zusammen questen, weißt du? Die sind jetzt dann, ich meine jetzt die Folge noch fertig und dann wollte ich halt meine Cousine mit ihrem Mann noch einladen. Also dann müssen wir die Gruppe eh ein bisschen umbasteln. Und dann muss ich aber gucken, wie wir das machen, ob wir hier weiter questen oder keine Ahnung. Wobei ich zumindest das Gebiet noch fertig machen wollte, ne? Da ich schon mal den einen Erfolg habe. Und dann muss ich mir mal überlegen, wie ich das hier mache. Wie alt ist denn deine Cousine? Jetzt bring mich doch nicht in Verlegenheit. Danke. Also meine Cousine... Dann halt ungefähr. Meine Cousine ist so alt wie mein großer Bruder. Mein großer Bruder ist 2 Jahre älter. Deswegen müsste sie auch 28 sein. Ah ja. WoW-Erfahrung? Gleich 0 oder gibt es... Nein, die spielt schon ein bisschen. Ah ja. Und ihr Mann auch. Ihr Mann spielt schon relativ lang. Versuchte mich hier in Verlegenheit zu bringen, weißt du? Ich kann mir doch keine Namen merken und. Und ich kann mir erst recht kein Alter merken. Mein Gott, das Einzige, was ich weiß, ist mein Geburtstag und den Geburtstag von meinem Bruder. Und meine Kommilitonen haben versucht, mir die Geburtstage von ihnen beizubringen. Eine hat am 8.8.88 Geburtstag. Das könnte man sich merken, mittlerweile ist das hängen geblieben. Eine hat, glaube ich, am 6.6. Geburtstag. Und dann beißt schon wieder aus, ne? Nach den Schnapszahlen ist schon wieder vorbei bei mir. Sag deiner Familie mal, die soll so ihre Geburt planen dann. Richtig, die soll mal so ihre Geburtstage legen. Was fällt denen ein? Dann kann ich mir die ein bisschen besser merken. Nee, aber also man könnte ja einen Kalender oder irgendwas führen, ne? Aber echt immer schlimm. Das schlimmste Moment für mich ist immer, ich komme in der Früh in die Arbeit rein. Ne? Und da steht irgendwo ein Kuchen rum, dann denke ich mir immer, scheiße, wer hat Geburtstag? Versuche ich erstmal alle zu umgehen, auf meinem Sheet nachzuschauen, wer Geburtstag hatte, um dann zu gratulieren und dann nicht in die Bredouille reinzukommen. Das ist immer echt bitter. Echt gucken. Ist ja, hey, grüß dich. Ja, das haben wir schon gemacht. Ich glaube, wir machen jetzt das so mit 2 Camps gerade, weil das zieht sich schon echt immer ewig. levelt ihr nur über Quests oder nur über Indies? Naja, also ich sag mal so, ich habe bis jetzt alle meine Chars über Dungeons hochgezogen. Und dann waren immer Leute, ja, queste doch auch mal hin und her, das ist da auch nicht schlecht und solche Geschichten. Und jetzt habe ich mich dazu breitschlagen lassen, hier mal zu questen. Und bin bis jetzt nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen. Aber ne, man muss dem Alten ja ein bisschen eine Chance geben. Deswegen gucken wir jetzt mal ein bisschen weiter. Also ich will jetzt erstmal noch ein bisschen questen. Und dann sehen wir mal, wenn das hier gar nichts gibt, dann werden wir vielleicht switchen. Machen wir vielleicht wieder ein paar Innies, ne? Im Moment haben wir halt immer so ein bisschen die Problematik, dass es halt so viele so Sammelquests gibt, wo du Sachen auf dem Boden aufsammeln musst und die teilweise halt nicht nachspawnen. Und wenn du mit einer 5-Mann-Gruppe bist, dann stehst du da halt 10 Minuten rum, bis da das Zeug nachspawnen. Du brauchst halt ewig, ne? Und das ist halt bei weitem nicht effizient und spaßig ist es halt auch nicht gerade, ne? Aber naja, jetzt schauen wir mal. Ja, stimmt, du warst eine Weile nicht da, ne? Schon ein gutes Stück her. Hier oben ist ein
Typ, wo wir den Kopf brauchen. Ein Typ, wo wir einen Kopf brauchen. Ich frag mich ja, ne, wie vor mittlerweile, was ist das, 12 Jahren oder so, WoW diese Freigabe ab 12 gekriegt hat. Das kann ne, ich nicht wo man hier ständig irgendwelche Köpfe besorgen muss und solche Geschichten. Das war ja früher auch noch alles ein bisschen strenger eigentlich. Spielst du in einer Weile kein WoW mehr, okay? Was machst du jetzt, wenn du kein WoW mehr spielst? Dann musst du ja viel Zeit haben. Hoi, warum kann ich den nicht looten? Das ist sonderbar. PUBG, okay. Ich hab kein Ziel. Und das ist viel besser. PUBG. Hoi, hat das so hohe Grafikeinstellungen, dass du da einen neuen PC für gebraucht hast? Also ich kenne das jetzt nicht wirklich, aber ich weiß halt, dass das so eine Art Ego-Shooter-Game ist. Ich brauche ein Ziel. Ja gut, mir geht's zum Beispiel nicht so. Ne? Ich hab immer irgendwas zu sammeln. Ich glaube, wenn du jemand bist, der Achievements und Collect-Zeug machst, dann wird dir ein WoW selten langweilig. Wenn du das nicht mal machst, dann wahrscheinlich schon, ja. So, da hinten müssen wir da irgendwie hin. Was müssen wir da besorgen? Oh, wir müssen in die Höhle rein. Also wir müssen den roten, den gelben und den blauen Raptor besuchen. Ach, ein Raptor-Nest, okay. Kein Raptor. Ja, jetzt müsste man wissen, wo es da reingeht, ne? Ist hier oben. Du musst nördlich vorbei. Nördlich vorbei, okay. Hier kann man hoch, wo ich bin. Bleib mal hier stehen. Kennst du dich hier etwa aus? Nö. Okay. Aber woher weißt du dann, dass man hier rein muss? Keine Ahnung. Ich war hier wahrscheinlich vor 2 Jahren das letzte Mal. Dann kennst du dich aus. Tatsächlich habe ich hier, seit die das neu gebastelt haben, noch nie gequestet, ne? Schießt lieber, okay. Ja gut, eben das seine, ne? So, also deinen Namen habe ich absolut keine Ahnung, wie man ausspricht. Ich versuch's jetzt einfach mal. Shishi? Keine Ahnung, das war jetzt bestimmt falsch, aber ich grüß dich. Ich brauche ein Ziel. Ein Versuch war es wert. Was brauchen wir denn hier? Die Federn, oder? Ah ne, warte mal, die Federn müssen wir irgendwie auf den Dingern einsetzen. Aha, so läuft das. Oder ich lasse das einfach euch machen. Ja, das hat für mich mitgezählt. Habe ich denn... Warum klappt das bei mir nicht? Ach, das habt ihr schon gemacht. Ah, okay, gut, okay, passt, alles gut. Wenn man selber die Kompetenz nicht hat, dann hat man Leute dabei, die Kompetenz haben. Moment, du hast einen Namen und weißt aber selber nicht, wie man es ausspricht? Okay, ja gut. Dann habe ich es wenigstens nicht falsch ausgesprochen. Ja klar, kann ich machen. Warte mal. TS-Daten. Ein Spitzname, okay. Ja gut. Ich hoffe, wir haben dann wieder einen Unterpunkt hier abgeschlossen, weil ich denke mir, Ratchet wird es noch relativ viele Quests geben, ne? Ruhm der Horde. Der Horde. Kraft. Leider nein. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, nochmal nach Ratchet. Okay, jetzt habe ich schon 2 Quests dahin zu gehen. Und oben, ich hoffe, das ist der eine Außenposten, dass wir da zumindest dann fertig sind. Ich will ja hier auch, ne, das Questzeug fertig kriegen. Schon die Invasion in Legion gemacht. Naja, mit Level 25 wird es ein bisschen schwierig, ne? Die Invasion in Legion zu machen. Aber an sich mit anderen Chars ja, ne? Aber mit dem halt nicht. Den habe ich vorhin erst erstellt, den Char. Den spiele ich quasi für das Achievement, ne? Es gibt ja hier ein... Na, wo haben wir es denn? Ein Ruf-Achievement, wo du dir diese ganzen verbündeten Völker hochspielen musst, ne? Und das ist jetzt halt das Letzte, was mir noch fehlt. Die anderen habe ich alle. Mittlerweile gibt es ja schon 4, 6, 8, ne? 8 verbündete Völker.
Ja, und 7 habe ich tatsächlich hochgebastelt. Sorry, hier, vergiss deinen Trank nicht. Ach, shit. Hä, wie ist der ausgelaufen? Hab ich nicht vorhin 9 geschmissen? Okay, du kannst ihn anscheinend nicht überschreiben. Das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. Hä, aber wie? Also ich habe vorher... Okay, wo sind denn die... Trank hier haben wir einen. Na gut, dass du geguckt hast, dass ich keinen Trank drauf hab. Kraft. Genau, ich versuche diesmal ein bisschen über Quests zu leveln. Aus mehrerlei Gründen. Auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ne? Aber so wie das im Moment aussieht, muss ich gestehen, dass ich wahrscheinlich später wieder zu Instanzen wechseln werde. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Müssen wir die überhaupt töten? Nee, ne? Ich brauche ein Ziel. Puh, was machen? Tötet Tauren bis ich hab kein auftaucht, Ziel. Dann tötet ihn und nimmt einen Teil von seiner Flagge. Aha. Um nur einen Teil von der Flagge, wenn wir ihn umgeboxt haben, können wir nicht die ganze Flagge nehmen? Ich lese nur vor. Ja, und ich hinterfrage. Ich glaube, hier darfst du die Quest nicht hinterfragen. Vorher haben wir auch mit dem Kodo gesprochen, das uns anscheinend aufgetragen hat, irgendwie Kisten zu besorgen. Das wollte uns wahrscheinlich bloß ärgern. Ich muss erstmal was anbieten. Was halt tatsächlich mit deinem Parler Healer meisten Damage, ne? Elementarkraft. Yay. Haben wir ja auch drauf. Ich bin geringfügig drunter. So, aber jetzt gibt's keine Viecher mehr, die wir killen können. Doch, da hinten. Hier ich kommt noch einer. Ach stimmt, da hinten sind auch welche, ja. Ich brauche ein Ziel. Mhm. Ich bin zu weit weg. Das hier wäre wahrscheinlich auch ein guter Grindspot, weil hier relativ viele Viecher sind. Zu weit weg. Heißt das Ding hier irgendwie Außenposten? Nee, hier sehe ich bloß nördliches Brachland, ne? Hm. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ja, drüben sind wieder ein paar Viecher gespawnt. Ich muss erstmal näher ran. Ah, hier haben wir einen Elite-Typ dabei. Wo war der denn? Ich hab kein Ziel. Warte, hier war doch irgendein Elite gerade. Da, ja, da ist er, der Kriegsherr. Ich wusste, dass ich da einen gesehen hab. Erstmal was anvisieren. Ich hoffe, der hat seine Flagge dabei. Ah, da liegt er. So, ich hab einen Teil der Flagge gelootet. Die wissen wahrscheinlich schon, dass wir in der Gruppe unterwegs sind und jeder nur einen Teil von dem Ding kriegt. Ja, weil jetzt bin ich halt auch schon wieder, ne? 38 Minuten dabei. 22,5 war ich, jetzt bin ich 25, ne? Beziehungsweise 26. Wobei, diesmal sind wir schon ein bisschen... So, die letzte... Ah, schau mal, das war jetzt nochmal ein Teil von dem Dings. Jetzt brauchen wir noch Ratchet. Noch so einen komischen Außenposten. Und Inspiration und Hoffnung. Vielleicht ist das das Endding. Weil jetzt waren wir eigentlich, gut, da ganz oben waren wir theoretisch noch nicht, ne? Aber ich hoffe, da ist nichts mehr. Ich glaube, da war auch so ein 100, einfach so ein 90er-Gebiet. Moment. Passt, okay. Also hier einmal ganz nach unten. Da haben wir jetzt auch zwei Quests hin. Drei Teile brauchen wir noch. Ach ja.
Flieg doch hin. Ach, kannst. Ach so, stimmt. Gut, gut, dass du das sagst. Mensch. Mensch. Und Ehre. Kraft und Ehre. Ja, stimmt, wir haben Flugpunkt. Wunderbar. Also, ich werde jetzt komplett runtergeritten. Sag mal, bist du schon wieder jetzt gut höher als ich? Ne, du bist auch 26, ne? Mhm. Prozent aber, sind 44. Na ja, gut, Prozente sehe ich jetzt nicht, aber ich habe vielleicht, ne, 5% oder so vom Level. Also leider nicht sonderlich viel. Naja. Da waren diese ganzen Piratenquests. Die habe ich tatsächlich, das sind glaube ich mit der Ali die gleichen Quests, ne, wie bei der Horde. Das ist ja eine neutrale Stadt, ist. Ja, hätte ich dich laufen lassen sollen. Nee, jetzt hört er nie auf. Sowas. Sowas auch. Ich meine, hier musst du halt 10.000 Quests annehmen, ne? Wir sind relativ viele Items, wo ich das Transmog nicht hab, ne? Gut, es sind halt auch, es sind halt auch alles Geschichten von Schwertern und Schilden und so, ne? Da habe ich ja nicht so viele Chars. Das kommt da vielleicht auch noch dazu. Luktar! Da! Wieder ein Gasthaus. Ich glaube, wir den Ruhestein setzen. Da. Jetzt haben wir, naja, aber unseren schönen Sanalari-Ruhestein haben wir jetzt halt nicht mehr, ne? Und wer seid ihr? Yo! Die besten Angebote, weit und breit. So. Soll ich deinen mal transmoggen? Ja, aber das ist dann immer so schnell wieder weg. Du kriegst ja so viel Gear, ne? Das ist, weiß nicht, im Low-Level, das ist immer so vergänglich. Die Erbstücke also, bleiben, ja. Das ist richtig. Ja, die Erbstücke würden bleiben, aber Hose sogar auch. Gürtel hast du halt, Hände, Schuhe die und so. Nicht. Was soll ich denn jetzt wirklich transmoggen? Von mir aus, Jungs, ich transmogge. Ich hole ein paar Sekunden raus für euch. Go, go, go. Nee, eigentlich wollte ich mich nebenher hinstellen bei einer Killquest. Das war der Plan. Ah ja, immer effizient. Absolut. Naja, wir können ja ihnen die Quests teilen. Das dauert hier auch schon wieder ewig, diese blöden Quests alle anzunehmen, ne? Ja. Das ist halt auch immer so eine Sache. Yo! Ja, aber hier gibt's halt richtig viel, ne? Ich hoffe halt, dass hier so ein paar Unterpunkte für das Gebiet dann fertig sind. Ah gut, wir müssen einmal nach oben und einmal nach unten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten, da sind nämlich mehr Quests. Was sollen wir hier eigentlich machen? Warte, wir müssen noch irgendwas hier drin machen. Hallo? Schemata. Ah, wir müssen einen bewusstlos schlagen, okay. Deine Taschen durchwühlen. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Was schon. Und die Matrosen von Terramar töten. Ja gut, okay. Das ging fix. Ja, das können wir gleich ab. Ja, warte, das kannst du gleich hier abgeben. Vielleicht kriegst du eine Folgequest, dass wir dahinter müssen, weißt du? Ich würde die immer im Lager direkt abgeben, die Sachen. Nicht, dass wir da unten dann alle Quests machen und dann nochmal hin müssen, weil dann eine Folgequest hier wieder gab. Immer dieses Hin- und Hergerenne, ne? Ich teile mal. Hallo, die ihr da! Jungs, auf der annehmen. Durchreise? Ja, genau, das ist ganz gut. So, stimmt. Und Folgequest. Ich glaube, die ist da unten, die Folgequest. Ich hatte recht. Da siehst du mal. Mann, bin hier wieder in irgendeine Trash-Gilde reingegangen, ne? Und hier werden sie kündlich Leute eingeladen. Die Gilde hat auch 971 Member. Weißt du, ich weiß nicht, diesen Zahlungsfluss gibt es noch nicht mehr. Ich frage mich, was die Leute davon haben, so eine Riesengilde zu basteln. Sudala. Was habe ich denn jetzt gemacht? Quasi 4 Level, ne? Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Vielleicht 1 bis 2 schaffe ich noch.
Dann sind es 5 oder 6 Level, ne? Naja. Es geht dann eigentlich. Aber ich glaube, hier musstest du auch was einsammeln. Da war ich. Irgendwann war ich hier letztens. Ich weiß bloß nicht mehr. Ah, stimmt. Ich habe auf dem Test-Account habe ich einen Char gelevelt, um was zu testen. Ja, wegen der Ehre, ob man auch mit denen dann BGs und so machen kann. Aber das kannst du knicken. Da musste ich mir einen Char für hochleveln auf dem Test-Account. Da habe ich hier ein bisschen gequestet. Bin nämlich direkt nach Ratchet runter. Also die Quests. Da musst du, glaube ich, hier also ein Boot hochjagen, ne? Das weiß ich. Und da bin ich nämlich ewig rum auf dem Boot und dachte mir, wo muss ich denn diese blöde Bombe anbringen? Und dann musst du aber ins Wasser springen und die mal Rumpf anbringen, was ja eigentlich schon einigermaßen logisch ist. Hier flacken auch so Sachen rum, die du looten musst. In den Lägern. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich habe kein Ziel. So, jetzt geben wir erstmal das noch ab. Wahrscheinlich für euch tun. Müssen wir. Das. Hier müssen wir irgendwas machen. Ja, anscheinend kenne ich es doch nicht so gut. Keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall hier irgendwo in diesen kleinen Lägern so Sachen looten, das weiß ich noch. Die Medaillen haben wir schon mal. Genau, ja. Jetzt haben wir die Quest noch nicht, wo wir was looten müssen. Vereinbarung mit Baron sowieso getroffen. Ich glaube, den Typen muss man nur anquatschen, oder? Ah, schau, er hat ihn jetzt angequatscht. Das war der Fehler. Hallo. Da kennt sich einer aus. Ja. Allianz. Jetzt müssen wir dahinter. Also den tätowierten Piratenkopf und das Schiff müssen wir jetzt in die Luft jagen. Das habe ich ja letztens gemacht. Mhm, aber irgendwas musstest du ja auch looten, da bin ich mir relativ sicher. Teil des Rumpfes. Hier, genau, siehst du. Okay. Genau, und jetzt musst du die Munitionslager. Ja, da war das. Ich wusste das doch. Musstest hier dieses Schiff in die Luft jagen und die Dinger. Ich wusste aber nicht mehr, wie rum. Es kann sein, dass wir zerstören müssen, ne? Dass es für jeden zählt. Hat das gezählt für euch? Ja. Oh Gott sei Dank. Weil, ich weiß noch, mit dem Zwing, wo ich hier war, ne? Da waren hier irgendwie 5 andere Leute. Und das hat Jahre gedauert, bis ich die Dinger hatte. Hätte ich sie auch einfach laden können, dann wäre das schneller gegangen. Okay, gut zu wissen. So, diesen tätowierten Dingskopf. Den hat er gerade weggelootet und der ist jetzt weg. Na, danke. Ja, wir müssen hier eh noch so ein paar Dinger zerstören. Ja, der Kopf ist jetzt respawned, ich hole mir den mal. Achso, musst du da gar keinen Mob töten für, oder wie? Nee, der hängt hier. Ah, okay. Ja gut, dann gehe ich da gleich als nächstes hin. Wieder perfekt für das Kinderspiel. Ein Kopf, den man aufheben muss. Ich brauche ein Ziel. Ja, warum nicht? Ach komm, blöder Mob da. Aus den Büschen raus attackiert er mich. Seid ihr jetzt eigentlich auch wieder auf dem Stand? Der Warrior und der Shami hängen irgendwo anders rum. Jupp. Versuch noch aufzuholen gerade. Ich glaube, der Monk hat ein bisschen was übersprungen, um mit euch wieder rumzulaufen. Wir haben ja gesagt, dass er am besten dann einfach hier hinkommt. Dann sind wir wieder auf dem Stand. Ah, da hängt der Kopf. Ja, ich sehe ihn. So, das haben wir auch fertig. Munitionslager, was sind wir jetzt? Das müssen wir alles da hinten abgeben. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir erst auf die Insel noch gehen und das mitnehmen.
Aber was ist denn hier? Wenn du auf diese Viecher draufhältst, dann steht hier Prügel, Piraten getötet. 8, 0 von 8. Achso, die sind auf der Insel. Ja, die sind auf der Insel. Da. Weil hier in dem Käfig sind auch welche drin und da steht 0 von 8 drin. Ach so, nee, das sind wahrscheinlich dieselben, die man hier hinten dann braucht, ne? Und jetzt bräuchte ich wahrscheinlich das Ding Mount. Obwohl hier ist anscheinend, kann man schon drüber laufen. Perfekt. Ja, also ich weiß nicht, ob die Mobs jetzt stärker oder schwächer sind, finde ich eigentlich jetzt irrelevant. Die sollten halt die Quest so machen, dass du in der Gruppe vernünftig leveln kannst, ne? Da wäre ich mal eher für. Aber so ist das halt echt ein bisschen blöd. Das Ne, kann wir ich müssen nicht hier Viecher angreifen. töten, das Ich dürfte ja habe kein relativ Ziel. zügig gehen. Und ach, da drin können wir gerne noch eine Quest abgeben. Ich muss mal schauen, ob ich mal den Zauber auch rausgezogen habe. Ne? Ne, und schon habe ich noch gar nichts Hallo, Neues. Mann. Ja, wunderbar, Level up. Ich muss erst mal was anvisieren. Ich habe kein Ziel. Wobei, gefühlt waren die doch schon mal stärker, oder? Nachdem die diese in 8, Wie in geht's denn 7 Punkt so, Mann? irgendwas, diese Haltet ganze euch Level am gesch. Hut, Hä, warte, müssen wir nochmal ein Level ab? Hä? Bin da eben, oder war das ein anderer, der ich Level glaube, der up war? Monk ist gelevelt genau neben Ach dir. so, okay, ich dachte mir, bin ich jetzt gerade schon wieder Level up? Das wäre jetzt sonderbar. Okay, da hatte ich mich verguckt, jetzt bin ich Level up. Wollte gerade sagen, ich war ja schon 26. Ah, schau, den Kopf habe ich Das Ziel gebraucht. kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Gewehre, oh, die zählen wieder einzeln. Was ist das, was du looten musst? Ich habe da zumindest gerade einen Gewehrschrank gesehen, den er aufgesammelt hat. Oh nein. Aber da drin wird mir jetzt noch was angezeigt. Genau, die Gewehre werden mir alle in dem Lager angezeigt. Aber schweres zwergisches Gewehr wird mir alles hier drin angezeigt. Ja, hier an der Wand. Ah, okay. Danke. Voll. 3 von 6. Okay, aber Gut, du jetzt musst du auch lootest. warten. Ich brauche ein Das Ziel. ist blöd. Wie viel brauchst du noch? Ei. Ich brauche nur 3. Aber dann können wir wieder einen Haufen Quests abgeben. Ich muss erstmal was Meins, anvisieren. meins, meins. Ah, das müssen wir aber hier noch machen. Jetzt wollte ich mich schon wegporten. Ich denke mal, wenn wir uns jetzt gleich zurückporten mit den ganzen Quests, das müsste ja fast ein Level bringen. Redet mit mir, mögen die Ah, Geister mit euch Folgequest. sein. War ich nicht, war auf 22, jetzt 27, 28, dann wären das ja immerhin 6 Level in etwa, ne? Das würde ja sogar klar gehen. Mit Dungeons habe ich 7 Level gemacht, so im Schnitt, würde ich mal sagen. Also, das ist dann nicht viel langsamer. Wenn du dann vielleicht nicht so viele blöde Quests hast, dann könnte es zumindest annähernd Ich so brauche schnell ein sein. Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Hallo, Mann. So, haben wir hier alles, oder? Oder müssen wir noch, warte mal, müssen wir noch was looten? Nö, mir wird nichts mehr angezeigt. Okay. Zurückporten. Jo, auf geht's, zurückporten. Haben wir hier oben noch ein paar Sachen. Dann müssen wir wieder die zur Karawane zurück, ja, das wird ja spaßig. Die IP-Flasche. Nee, 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 die bleibt sogar über dem Tod hinaus. Die bleibt halt aber nur eine Stunde, ne? Hallo. Das wird bloß nicht angezeigt. Das ist ein bisschen blöd. Weiß auch nicht, warum sie das bis jetzt noch nicht hingekriegt haben. Die hätten das hier halt auch fixen können. Da gab es ja einen Bug, dass du die stacken konntest, obwohl das auch nicht intended war. Und den Bug haben sie Was sie gefixt, kann. aber die andere Geschichte leider immer noch nicht.
Schönen Tag auch. Das bringt sogar, wird sogar noch mehr als ein Level bringen. Also wenn man hier wirklich durchzieht, dann geht's. Kurz und knapp, ja? Ich hab nicht ewig Zeit. Na, jetzt bin ich 28. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Na ja, gut, ne? Also 6 Level waren es jetzt. Ein bisschen haben wir noch. Mal einmal da nach oben irgendwie. Wie kommen wir denn da hoch? Wahrscheinlich eher so rum. Aber das war jetzt halt immer noch nicht der Abschluss von dem Teilgebiet, ne? Ratchet ist immer noch offen. Oh weia. Ich glaube, hier sind wir noch ein bisschen in dem Gebiet. Spekulier mal, ob ich hier hochkomme. Ja. Denkst du? Ne? Ja. Hat geklappt. Ja, okay, du bist tatsächlich ein bisschen schneller dran als ich. Bist du da die Steilwand hoch? Nee, war ein Weg hoch. Okay. Karawanentatort. Ah, hier. Bei mir ist eine Quest aufgeploppt, bei dir auch? Ja. Okay, da müssen wir jetzt dahinter hatschen. Muss ich gleich gucken. Eigentlich wollte ich jetzt nach der Folge dann meine Cousine mit einladen, aber dann wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Queststand, ne? Vielleicht machen wir dann ein paar Innies oder so erstmal und mal gucken. Machen das halt immer so nebenbei, das könnten wir machen. Oi, nochmal eine Quest aufgeploppt. Jo. Eine Kiste. Ich ahne Böses. Schnell konnte auch looten. Wunderbar. Hey, danke dir fürs Followen. Also, die Mobs sind echt witzlos. Wir hauen beide eine Range-Fähigkeit drauf und die sterben halt, ne? Aber gut, du musst sie halt auch schaffen können ohne Account-Gear, ne? Da ist wahrscheinlich, da hängt das Scaling so ein bisschen dran. Jetzt müsst ihr halt auch mal auch bedenken, dass wir halt hier beide auch volles Account-Gear anhaben und andere Leute halt sowas nicht haben. Was bekommst du aus PvP? Ich brauche ein Ziel. Einen schrecklichen Sattel, ja, den kriegst du, wenn du im Arena spielst oder RBG. Und zwar musst du da auf einem Rating von 1400 spielen, ne? Und sobald du 1400 bist, zählt jeder Win dir ein paar Punkte. Und sobald du 100% hast, ist es so, dass du das Mount kriegst, das vom aktuellen Season. Und wenn du dann noch weiter spielst, jetzt kann ich es dir nicht zeigen, weil das gewertet hier nicht auf dem Loadwing freigeschalten ist. Wenn du dann noch weiter spielst, dann, warte mal, ich kann mal kurz auf einen anderen Account rüber switchen. Der ist 118, das müsste da zumindest angezeigt werden. Siehst du, ich habe jetzt hier zum Beispiel 22% schon erspielt für den nächsten Gaul, ne? Und das ist das Mount halt von der aktuellen Season. Und sobald du das geholt hast, kannst du nochmal 100% hochspielen und dann kriegst du so einen schrecklichen Sattel und kannst von den alten Seasons dir noch was aussuchen quasi. Aber das dauert ganz schön lang, also da ist nicht so mit ein paar Games getan, sondern da musst du schon viele, viele Games machen, dass du das hast. Also das dauert. Müssen wir noch irgendwas... Ah, schau mal, da kommt er. Da ist er. Ah, jo. Den habe ich gesucht. Er ist gerade erst gespawnt. Also da bist du schon ein bisschen beschäftigt mit. Ach, warte mal, schau mal, das Ross habe ich jetzt. Na, wunderbar. Ich hab kein Ziel. Jo, kein Problem. Ja, und ich werde mir das demnächst auch erspielen. Also wie gesagt, 22% habe ich. Ich versuche jetzt mit meinem Druid halt Feral zu spielen, ne, weil Guardian in der Arena jetzt nicht ganz so geil ist und spiele mich da gerade so ein bisschen rein und will mir da halt das Mount auch erspielen, unter anderem. Genau. Was haben wir denn da oben? Müssen wir noch einen töten? Das ladet doch zum Rainer Ehen ein, ne? In so einer kompletten Gruppe hier, die Giraffen. Ach so, die. Ja.
Ja, stimmt, da bist du hochgelaufen, oder? Ah, ja. Ja. Schau mal an. Es gab, glaube ich, auch irgend so ein Toy, wo du dich nach oben katapultieren konntest. Wenn du das mit dem Goblin-Gleiter zusammen benutzt, ist ganz nice eigentlich. Ja, ein paar Demon Hunter machen das im PvP ganz gerne. Kurz bevor sie verrecken, schießen sie sich nach oben und dann gleiten sie schön runter Was und, braucht weiß ihr? nicht, gewinnen so Zeit oder Aber schießen sich von oben ab. Ja, es gibt vom Demon Hunter aber auch so ein Spell, dass du nach oben gehst und dann Redet mit mir. runterfeuern kannst. Bleibt gut drauf! Weiß nicht, vielleicht ist das auch das, aber es gibt auch dieses Toy-Item. Bin ich gleich wieder ein Level up. Ja gut, ne? Jetzt haben wir gerade die Stunde voll, gleich wieder ein Level-Up. Sind halt trotzdem fast die 7 Level. Also viel langsamer ist es jetzt so. Wenn du halt nicht komplett mit 5 Leuten rumläufst, geht's halt. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Na wunderbar. Was, das war schon das Teil looten, jetzt wieder runter, oder was? Dann müssen wir die noch töten? Ich bin schon wieder aufgemountet. Ich muss Ja, erstmal das was sah anziehen. jetzt aber nicht nach einer Ich Schatztruhe hier brauche ein aus. Ziel. Nee, das. Keine Ahnung. So ein Schiffsmast oder so, das obere Teil zumindest. Keine Ahnung. Oh Oh. shit. Huhuhuhu. Das ist gut, ich hätte auch babbeln können, ne? Aber ich dachte mir jetzt mal, komm. Ich hab gebabbelt. Ich hab gesehen, dass du fast gestorben bist. Ja, das war knapp. Aber es gibt, warte mal, was haben die eigentlich die Zandalari für eine Fähigkeit? Da war doch irgend so ein Shit, was dich so gut heilen konntest, ne? Da haben sie das hier, Regeneration, in 6 Sekunden volles Life, ne? Solange du kein Damage kriegst. Hast du eine Ahnung, was diese Umarmung der Lore macht? Da kann, Volksfähigkeit? da kannst du dir irgend so einen Buff aussuchen, habe ich gehört, aber. Ah, hier, sofort. Da hätte ich den Fallschaden um 2 Minuten. Ah, du kannst hier ewig viele Sachen machen. Wenn wir jetzt aber auch noch nicht so genau Willkommen angeguckt. in Ratchet. Ich Ratchet, hoffe, ihr sucht abgeschlossen. Arbeit. Zumindest wieder eins. Jetzt haben wir noch 2 Stück, 2 Außenposten, ne? Das da hinten noch. Ich bin jetzt fast nur Level up, also fast 29. Ja, du bist schon 29, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Aber du hast aufgeholt. 10% habe ich nur. Echt? Okay. Ja gut, mir fehlen jetzt nur so ein paar Prozent für. Ah, weil ich den Trank nicht drin habe. Verdammt. Weißt du, mir hat das gesagt, ne, und selber. Bist mit dem Schiff jetzt weg. Ja. Mein Schiff hat musste auch nochmal respawnen. Oh, das ist da, also keine Ahnung, das ist doch Voll richtig dumm. lächerlich. Ach so, da oben ist quasi unser nächster Punkt, ne? Dann würde ich sagen, dann machen wir aber hier einen Cut an der Stelle. Die Stunde ist soweit rum. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Chilla. Bis dann. Ciao.